Ich befinde mich jetzt hier auf einer der Tunnelröhren im Bahnhof Semmering, auf dem Semmeringtunnel und möchte die Ausfahrt der beiden Sonderzüge Richtung Würzzuschlag filmen. Wilde Zugverfolgung, gerade noch so geschafft. Der Sonderzug ist mittlerweile in Würzzuschlag angekommen. Das österreichische Krokodil, die deutsche E94. Thank you.
Der Rundlokschuppen, in Österreich auch Heizhaus genannt. Schade, dass der Himmel bei so einer Feierlichkeit weint. Aber im Gebirge passiert das eher als im Flachland. Der Taurus-Ableger von Siemens. Der Herkules. Ein Diesellok. Die Ortsanfahrtsstraße in Ost wegen des Mountainbike Wettbewerbs gesperrt. So, wir sind jetzt hier in der Ausstellung zur Geschichte der Semmeringbahn. Die ausgeführte Bahn über den Semmering musste vom Wege im Jahre 1846. Das starke Steigungen und Teile dadurch bedingt. Hier im Hintergrund sehen wir nochmal die Ausstellungshalle zur Geschichte der Semmeringbahn.
der 2. Dezember 1998. Erstmals in der Geschichte der Eisenbahn erklärt die UNESCO eine Bahnstrecke zum Erbe der gesamten Menschheit. Der UNESCO-Entscheidung ging ein jahrelanges Ringen um den Fortbestand der Semmeringbahn voraus. Anfang der 90er Jahre tobte in Österreich die Auseinandersetzung um den umstrittenen Semmering-Basistunnel. Er sollte eine unterirdische, 22 Kilometer lange Bahnverbindung zwischen Glocknitz in Niederösterreich und Mürzzuschlag in der Steiermark schaffen. Der Bau der Semmeringbahn, bei dem zu Spitzenzeiten mehr als 20.000 Arbeiter gleichzeitig beschäftigt waren, war eine für die damalige Zeit bemerkenswerte logistische Meisterleistung. Ingenieure, Handwerker und Arbeiter strömten aus allen Teilen der K&K-Monarchie herbei. Schottwien wurde zum Hauptquartier der Ingenieure. Auch Geger hatte hier sein Hauptbüro. In den umliegenden Tälern entstanden Barackenlager für die Taglöhner. Diese provisorischen Niederlassungen umfassten technische Büros, Magazine und hunderte Arbeiterhütten, in denen ganze Familien lebten. Die Sprengungen von insgesamt ca. 1,4 Millionen Kubikmeter Fels wurden regelrecht zum Publikumsmagnet. Jeden Tag kamen Scharen von Neugierigen, um das Spektakel Bahnbau live zu erleben. Die teilweise extremen Arbeitsbedingungen wurden von Ferdinand von Saar 1874 in der großartigen Novelle Die Steinklopfer festgehalten. Diese beleuchtet die oft vergessenen menschlichen Opfer bei der Verwirklichung eines Jahrhundertprojektes. Die Semmeringbahn überwindet eine für damalige Verhältnisse unglaubliche Höhendifferenz von 457 Metern. Der höchste Punkt liegt auf 896 Meter. Prozent weisen eine Steigung von 20 bis 25 Promille auf. Gleichzeitig mit den Streckenbauten wurden Stützmauern, Streckenaufsichtsbauten und Bahnhöfe, die vielfach aus dem Ausbruchmaterial der Tunnels errichtet wurden, angelegt. Das Gegerdenkmal. Die Semmeringbahn ist übrigens für Spurwechselbetrieb ausgelegt. Ich zoome jetzt zum Krausel-Klausel-Viadukt. Vielleicht hast du das drüben. Am anderen Brücken ist er näher da. Bin an der anderen Kalle. Brücken, Kalle. Da war er doch näher. An dem Viadukt da drüben. Da her. Ja. Sie fährt ein in den Bahnhof Breitenstein. Thank you.
Die Semmeringbahn wurde in den Jahren 1957 bis 1959 elektrifiziert. Sie ist bereits seit 1923 denkmalgeschützt und seit 1998 UNESCO-Weltkulturerbe. Die erste Bahn, die diesen Status erhielt. Ich habe das gekonnt und so, da nichts zu tun. Ja, das ist die Welt, die gemein. Er fährt an einer Weinzettelwand vorbei. Das geht dann so schnell vorbei. Wie war das denn? Der Viadukt Kalte Rinne. Und von da geht's gleich aufs Krausel-Klause-Viadukt. Poleruswand. Eine einsame Lokomotive. Der Adlitzkram-Viadukt. Das achtbögige, eingeschossige Bauwerk entstand in sehr schlanker Form. Daher traten alsbald Deformationen im Mauerwerk infolge der in der Krümmung nach außen wirkenden Fliehkräfte der Eisenbahnzüge auf. Das Viadukt wurde schließlich mit 5 Pfeilern an dessen Außenseite verstärkt. Der Bahnhof Breitenstein, mal aus anderer Richtung gefilmt. Das Viadukt über die Kalte Rinne ist 178 Meter lang, 46 Meter hoch und besitzt 15 Bögen. Wir befinden uns jetzt hier im Bahnhof Breitenstein. Der Zug kommt aus Richtung Semmering.
unter mir der Weinzettel fällt und geradeaus von mir der Weinzettel Wandtunnel. Super Sicht heute. Das ist hier unweit von Breitenstein auf dem Wanderweg Richtung Klamm. Wir kommen gerade aus einer Unterführung heraus und da haben wir den herrlichen Blick auf die Burg. Es dürfte bei Klamm sein. Und links davon die Kirche. Das ist der Wagner-Viadukt vor Klamm. Er ist ziemlich zugewachsen. Der Wagner-Viadukt ist auch zweistöckig, wie die kalte Rinne. Ich erwarte den nächsten Zug hier am Klammtunnel. Station Klamm-Schottwien oder Bahnhof Klamm-Schottwien. Der Tunnel nochmals aus anderer Perspektive. Das Ziel unserer heutigen Wanderung, Lognitz. Das Schloss Lognitz. Die Bahnhofsausfahrt Lognitz. Richtung Semmering. Achtung, Bahnsteig 1. Regionale Zugverbindung Neustadt nach Mürz-Zuschlag fährt ein. Bitte Vorsicht!